Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Graveyard Keeper. Und wie so oft beginnen wir hier an diesem Sonntag, werden nochmal unsere Predigt abhalten und einfach nochmal die Charaktere besuchen, die mir über die Zeit doch ein bisschen ans Herz gewachsen sind, möchte ich schon sagen. So, auf jeden Fall gucke mal, hier die brennen sogar noch, die Kerzen. Toll. Ach nee, das ist dieser Andachtstisch. Das sind dauerhafte Kerzen. Okay, Gebet ist noch nicht verfügbar. Hier, die Dinger, die haben die Kirche schön aufgepimpt, aber sonst hat sich das nicht wirklich gelohnt, glaubenstechnisch, glaube ich. Okay, mit ihm können wir nur noch handeln. Quatschen können wir mit ihm nicht mehr. Mit dem Episkop sind wir dann quasi durch, kann man so sagen, ne? Kein Dankeschön mehr. Ja, ist in Ordnung. Kein Problem. Ist okay. Du kleiner Arroganter. Aber am Ende hat er sich ja doch gefreut und vielleicht wird er sich zu etwas Besserem entwickeln. Als wir ihn am Anfang des Spiels kennengelernt haben, der Episkop. Bisschen eitel und überheblich, möchte ich sagen. Der gute Mann. Aber hey. Holy moly. Hätten wir das am Anfang gehabt. Wobei man sagen muss, so ein riesen Glaubensproblem haben wir eigentlich nie. Wie gehabt, das war schon immer okay. Glaubenstechnisch. Kein Problem. So. Friedhofstechnisch auch bin ich zufrieden. Mit 229 gar kein Problem. Muss man gar nicht dieses Injektionskram und so weiter machen. Karotten sind da. Warte mal, wir wollten hier nochmal ein paar Karotten reinschmeißen, die wir haben. Gut, als nächstes würde ich der Frau Anmut nochmal einen Besuch abstatten. Während wir uns hier nochmal von unserem Feld verabschieden und uns das anschauen. Also, wir sind gut ausgekommen mit zwei Komposthaufen. Später noch den dritten hier, um diese Kisten da zu machen. Das stimmt. Hier Hanf für die Kerzen, eigentlich für die Seile habe ich das gemacht. Aber brauchen wir nicht unbedingt. Silber haben wir en masse. Ja, mit den Goldgeschichten wurde dann ein bisschen knapp. Wobei wir, glaube ich, auch noch diverse goldene Samen hier hätten. Ja, also Kürbiskerne, Linsen, Zwiebeln. Da könnten wir noch ein bisschen was produzieren. Ernteabfall, den habe ich einfach... Weiß ich nicht. Klar, könnte man jetzt verkaufen. Beim Bauern wahrscheinlich, oder? Müssen wir eigentlich nochmal ausprobieren. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Bestattungsurkunde von der Verbrennung, ne? Alles klar. So, unsere Kisten sind gefüllt mit viel Unnützem auch. Gut, die Silbernuggets für die Silberinjektion. Warte mal, das Salz kommt doch auch hier in die Dingens. Salz muss hier rein. Da muss es rein. Und aus dem Hanf könnte man halt Seile machen, um Kerzen zu produzieren. Wir benutzen das Ganze nochmal. Ups, zum Leuchtturm wollte ich nicht. Ich wollte ins tote Pferd. Ich wollte die Bestattungsurkunde nochmal verkaufen. Beim guten Horadrik. Oder können wir uns hier beim Digididong, Ditcheridu nochmal verabschieden. Hallo, mein Freund. Na, grüße dich. Okay. Er will keinen Hanf haben von uns. Alles klar. Och, war ein guter Genosse. Hier mit den Eiern, das war eine gute Sache wegen der Kuchen. Diesen Forschungsboost habe ich jetzt nicht wirklich genutzt. Den, kann man sich sparen durch diese Kuchen, weißt du? Den Forschungsboost oder sagen wir mal, der Vorteil bei den blauen Punkten brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Das war hier eine ganz gute Sache, um am Anfang Geld zu machen. 1,50, nicht so schlecht. Ansonsten hat der Horadrik leider kein Bier gekauft. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und auch das Rezept fürs Metbier haben wir gar nicht gebraucht. Hat die noch hier irgendwas von uns eigentlich? Nee. Ach, hier.
Warte mal, was haben wir denn hier? Die müssten wir uns eigentlich nochmal alle holen. Die ganzen Rezepte von der guten Frau. Jetzt gucken wir mal. Achso, warte. Nutzen. Okay. So, der Vollständigkeit halber, Freunde. Schön, oder? Kochkunst freigeschaltet. Hier alles freigeschaltet. Gar kein Problem. Wie sieht's hier aus? Alles freigeschaltet, alles erforscht. Landwirtschaft und Natur hatten wir auch alles. Ich weiß, ich hatte schon mal geguckt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich dachte, vielleicht haben wir hier noch das eine oder andere komplexe Druckerpresse, haben wir überhaupt nicht gebaut. Ich weiß auch nicht, wofür wir die brauchen, ehrlich gesagt. Papiermatsch, das haben wir gemacht. Druckerpresse, komplexe Druckerpresse. Warte mal, Papierpresse. Wozu haben wir überhaupt eine Druckerpresse gebaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Kein Problem. Also man braucht nicht mal alles hier, was man erforschen kann. Kultist, alles durch. Perfekt. Wunderbar. Okay. Könnten wir hier theoretisch, ja, aber da haben die den Raum nur gemacht, damit man ein einziges Mal hier an dieser Schreibtischschublade, um sich da dieses eine Rezept zu holen. Ich glaube, das war für dieses Medbier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Können wir hier mit dem noch quatschen? Nee. Okay. Na gut, haben wir die Rezepte noch. Das war mir wichtig. Und den Wagner brauchen wir noch. Ich bin ja gespannt, ob wir den Wagner hier nochmal zu sehen bekommen. Wenn wir mit unserer guten Frau da quatschen, weißt du? Mit der Frau Anmut. Ob wir da den Wagner nochmal helfen können oder ob wir das wirklich über die Astrologen-Quest machen müssen. So, die Mühle könnten wir benutzen, aber haben wir letztlich auch nicht gebraucht. Das kam relativ spät im Spiel, dass wir das freischalten konnten. Hier die Gräber haben wir auch nicht restauriert. Ich weiß aber auch nicht, was das bringt, wenn man das macht. Ich hatte es in der Alpha hatte ich es gemacht, in der Tat. Da hatte ich irgendwo da mal so ein Grab, ich glaube auf dem Hexenhügel oder da bei unserem Weinanbau, habe ich das einmal ein Grab heile gemacht. So, der würde tatsächlich Erntabfälle kaufen, ja. Für nicht viel, aber wahrscheinlich würde er es machen. Wir könnten auch welche kaufen, das macht natürlich keinen Sinn. Guck mal, und hier unten, kommen wir denn da runter, sag mal? Also wir sind hier beim Bauern, da kommen wir gar nicht runter. Weil da liegt Kohle rum, da ist ein Zelt. Das ist mies. Das ist echt mies. Wir kommen hier, glaube ich, nicht runter. Nee, da ist ein Weg. Hier, ein Weg. Ich hatte es schon mal versucht. Es gibt Gebiete, an die kommen wir nicht ran. Das ist ganz schön gemein. Das ist ganz schön gemein. So, der Bauernsohn, alles klar. Die Bienchen. Einen Bienenstock haben wir gebaut. Hätten wir gar nicht gebraucht. Wir haben Honig en masse. Ne? Brauchen wir Honig, braucht man, glaube ich, um irgendein Elixier herzustellen. Jeder eine Fliegenpilz war auch genug. Einmal sind wir in den Wald gegangen, um Fliegenpilze zu sammeln. Das war auch okay gewesen. Ich würde gerne schon mal die Sachen da einsortieren, die wir in unserer Questkiste haben. Warte mal, der Hanf, den hauen wir hier nochmal schnell rein. So, warte doch. Na klar, hier ist das hier alles schön sortiert, wunderbar. Glaube haben wir auch mehr als genug. Guck mal hier. Zack, nochmal 38 dazu. Das ist schon ein bisschen dekadent, möchte ich sagen. Ein wenig dekadent. Das Kombo-Gebet haben wir noch weg. Und gehen dann zu Frau Anmut nochmal schauen, uns verabschieden. So, warte mal. Das tun wir noch weg. Was ist mit Schlange? Schlange kommt doch auch nochmal. Der Händler, mit dem können wir uns vielleicht nochmal unterhalten. Müssen wir mal schauen. Und, ach so, wir wollten eh hier hin. In die Kiste gucken. So, wir brauchen die endlos brennende Kohle, die salzige Gabel, das endlose Buch
Und ich glaube dann nur noch, Aristokratenzertifikat brauchen wir nicht mehr. Jägermedaillon, das haben wir gebraucht im Dungeon, da sind wir auch durch. Stahlrüstung, da können wir anziehen, falls wir noch kämpfen müssen. Spiegel des Stolzes, den brauchen wir auch, haben wir auch bekommen. Ist ausgerüstet, sehr gut. So, dann kommen wir ja auf dem Weg zu Fräulein Anmut. Nochmal eben hier vorbeigehen und die Sachen schon mal einfügen. Und dann fehlt uns, glaube ich, nur noch die Halskette, ne? Die wir ja vom guten Wagner bekommen, beziehungsweise von Wagner, ja. Richtig. Ich hoffe. So, mal gucken, ob das hier noch bewacht wird. Aber ich glaube, wir hatten hier schon für Freiraum gesorgt, ne? Das Ding haben wir nur einmal benutzt, ein bisschen verschenkt, mag der ein oder andere sagen. So. Warte mal, Halskette? Goldener Winkel? Ach du, wo kriegen wir denn den goldenen Winkel her? Also Emitter können wir schon herstellen. Halskette, endloses Buch, goldener Winkel, wo gibt's den denn? Verarschen jetzt? Goldener Winkel. Warte mal. Wagner aus der, das ist die einzige Quest, die wir noch haben. Ja, da sind wir ja dabei. Goldener Winkel. Okay. Benutzen totes Pferd. Wo kriegen wir denn den goldenen Winkel her? So, Frau Anmut. Meine Liebe. Wir haben eigentlich keine Fragen. Könnt mit ihr handeln. Schmuck und Parfüm. Ach, Parfüm können wir auch herstellen. Guck mal, für 15 Silberlinge. Ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Ja. Gefertigt an Kirchenarbeitstisch. Musste man sich natürlich das Rezept nochmal besorgen. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir beim Händler das kriegen. Dieses goldene... Goldene irgendwas? Goldener Winkel oder sowas? Das überrascht mich jetzt ein wenig. Vielleicht kriegen wir Halskette und den goldenen Winkel. Ja, wir schauen mal. Also Fräulein Anmut ist erstmal nix. Da müssen wir Wagner befreien, weil sie sich in ihn verknallt hat. Das heißt, das nächste wäre, den Händler nochmal zu befragen. So, holztechnisch habe ich am Anfang gedacht, uiuiuiui, aber letztlich hat es sich als gut herausgestellt, einfach hier immer die Bäume zu fällen. Hier direkt in der Nähe. So. Und die immer abzuholzen, immer mal nachzulegen hier. Und wenn die dann nachgewachsen sind, einfach wieder abzuholzen. So. Ich will keine Zeit schinden. Ich will eigentlich nur ein bisschen Energie schinden. Einfach, um den Händler nochmal zu beglücken. Hallo. Entschuldige mal bitte. Buddel das aus, bitte. Und hier nichts verschenken an Bäumen. Die sollen schon nachwachsen. Wenn wir es vielleicht im Moment nicht mehr brauchen, aber... So. Das hat auch hier geklappt irgendwann. Das Hölzchen-Geschiebe. Braucht man auch am Anfang ein bisschen Übung, aber dann geht's ganz gut. So. Geht hier einer eigentlich? Können wir nachlegen? Nein, können wir nicht. Ist voll. Ich glaube, 9 passen drauf. So. Schauen wir mal, ob wir von dem Händler noch was kriegen. Ansonsten muss ich direkt mal nachschauen. Wirklich ein bisschen ätzend jetzt, dass die Zeit so langsam vergeht. Sonst habe ich mich immer geärgert. Habe ich immer gedacht, Mann. Wieso vergeht die Zeit so schnell? Wozu haben wir das geschnitzte Holz gebraucht? Kann mir das mal jemand erklären? Haben wir es gebraucht für irgendwas? Ich wüsste es gerade nicht. So, cool hätte ich es auch gefunden, wenn das hier direkt irgendwie in die Kühlung flutscht hier, weißt du? Direkt hier so rein.
Das ist ja eine Drecksleiche. Entschuldigung. Aber... ja, das wäre okay. Aber das hier ist... das kann man ja nicht gebrauchen. Ach, das ist... ah, das ist der... das ist der Dings, ne? Ja, ja. Das ist der... der Gute. Das ist nicht die Leiche, die eben reingekommen ist, sondern... das ist der Witcher. Der Geralt. No, der Geralt ist es. Zack. Ja, ja. Okay, wir gehen schon mal Richtung Händler. Also, warte mal, hat uns der Händler doch, den Spiegel nicht. Der Händler hat uns die Gabel gegeben. Sag mal, wo kriegen wir denn die Dingens her? Der Händler hat uns die Gabel gegeben, die Kohle vom Inquisitor. Vielleicht müssen wir doch den Gary noch irgendwie... den Schädel... bequatschen? Es fehlt der goldene Winkel. Der goldene Winkel. Vielleicht auch vom Astrologen, wenn wir den zusammenbringen mit... wenn wir den zusammenbringen mit Frau Anmut. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das kriegen. Wenn Vater und Tochter wieder vereint sind. Ne? Wir haben die Brüder vereint. Wir haben Vater und Sohn vereint. Schlange und den Inquisitor und den Astrologen mit... Nee, wir müssen tatsächlich... also mit dem Händler müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Eigentlich. Wir müssen tatsächlich auf den Astrologen warten. Das wird sein. Ich war jetzt kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Jo, eigentlich haben wir uns soweit alles angeguckt, ne? Im Steinbruch waren wir ja auch mal gewesen. Imkerhäuschen haben wir uns angeguckt. Oder den einen Bienenstock. Wir haben alle NPCs beglückt und beguckt. Haben uns hier verabschiedet. Die Map ist nicht so wahnsinnig groß. Viel Kritik auch an Graveyard Keeper. Man muss gucken auf Steam, wirklich ausgeglichene Reviews. Ich fand das Spiel cool, hat viel Spaß gemacht. Ich habe, weiß ich nicht, 380 Ingame-Tage und knapp über 50 Stunden gespielt. Also ich schätze so zwischen 30 und 60 Stunden ist eine normale Zeit hier. Für Graveyard Keeper werden wohl die meisten haben. Also viele haben so um die 40 Minimum. Ja, es gibt so einige Reviews, die haben so 60 Stunden, schreiben dann immer, ja, man hätte es auch in 30 schaffen können. Da bin ich mir nicht so sicher, weil Graveyard Keeper verlangt wirklich eine Menge Grind und eine Menge... ja, einfach gearbeitet und gemache. So, guck mal, er will ja aber noch was. Wie ist das Leben denn so mit einem neuen Titel? Ah, es ist ein Elend. Der König hat es sich angewöhnt, Müll zu essen. Und das scheint ihm auch gar nichts auszumachen. Ich versuche, seinen Geschmack zu verbessern, aber das ist viel Arbeit. Wenn du so viel zu tun hast, warum kommst du dann noch her? meine neue Arbeit bringt viel Ehre, aber nicht viel Geld. Und mein ehrenwerter Bruder ist anscheinend hoch verschuldet. Es ist meine brüderliche Pflicht, ihm zu helfen. Also hört der Spaß für mich nie auf. Machen wir ein paar Geschäfte. Alles klar, mein Freund. Okay, von ihm braucht man unbedingt die Seide und die Traubenkerne. Und er würde natürlich hier auch unseren Rotwein kaufen. Ja, warum denn nicht? Wenn wir Geschäfte machen können, machen wir Geschäfte. So, haben wir hier noch was bekommen? Ach nee, erst wenn er weggeht, ne? Ja, alles klar. Okay, mein Freund. Dann viel Spaß noch bei deinen Geschäften. Übrigens, so sieht Leben aus. Jemand hatte gefragt in der letzten Folge. Hier kriegst du Lehm. Eigentlich. Nein, aber so ähnlich sieht das aus. Warte, ich zeig's dir. So, warte. Also du musst für Lehm musst du erst mit der Kathedrale und der Episkop bzw. dieser Bischofsquest ein bisschen weiterkommen. Und dann wird das freigeschaltet. Als Technologie und dann kriegst du hier, kannst du dein Leben schaufeln. Da. Aber wie gesagt, es ist gesperrt, da ist ein Schlosssymbol dran am Anfang, aber dann kriegst du hier den Leben und kannst daraus dann diese Tonschüssel machen. Das war diese Tonschüssel-Quest gewesen.
Genau. Okay. Freunde, ich denke, ich werde hier an der Stelle mal einen kleinen Sprung machen und wir sehen uns dann beim Astrologen wieder. Guck mal, da kommt er doch. Hallo? Vielleicht können wir mit ihm doch nochmal einen Schnack halten und zumindest verabschieden. Keine Ahnung, wo er seinen Sohn hingebracht hat. Lang aber durch mit seinem Ritual, also im Keller ist er nicht mehr aufgetaucht. Da war ich gewesen gestern hier. Gucken, was er hier noch sagt. Jetzt, okay. Dann bring dich mal in Position. So. Jetzt aber, oder? Na, gucke mal, mit ihm können wir nochmal einen Schnack halten. Wie war die Audienz? Furchtbar. Von diesen dunklen Organen wollte er nichts wissen. Er sagte, das beweist gar nichts. Ach doch, fruchtbar. Fruchtbar, okay. Was für Narren. Während wir hier rumsitzen, wird der Fluch nur noch stärker. Bald schon wird es zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen. Ich weiß, dass wir beide nicht immer einer Meinung sind, aber ich möchte dich untertänigst um deine Hilfe bitten. Im Namen der Familie, die ich verlor, bitte sag mir, ob dir irgendwas einfällt, das als Beweis von Hexenwerk verwendet werden kann oder von Untoten oder anderem Kultistenzeug. Gary? Nein. Gibt einen Kultistenschrein im Kirchenkeller. Da war er doch schon. Da war er doch mit mir schon gewesen. Das könnten wir ihm doch sagen. Da war er doch schon. Gary wird nicht verraten. Genau so etwas brauchen wir. Sie werden bald ein dunkles Ritual abhalten. Toll. Wir schnappen sie uns nach dem Ritual. Okay. Alles klar. Dann hätten wir wahrscheinlich erst das machen müssen, weil er war ja schon da gewesen bei dem Ritual. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ja, jetzt passt das auch zusammen mit den hier, eine Wache bleibt hier, die anderen drei mit mir oder sowas hat er gesagt hat. Das macht jetzt erst Sinn, wenn man es in der Reihenfolge sieht. Okay. Kein Problem. Auf zum Astrologen, würde ich sagen. Okay, Freunde, wir benutzen unseren Ruhestein und teleportieren uns zum Leuchtturm gerade richtig. Guck mal, da ist er doch. Ich habe dein Buch nicht gelesen, aber alle an der Universität waren ganz aufgeregt. Vielleicht ein bisschen zu aufgeregt. Sie haben es als frischen Wind bezeichnet und jetzt verlangen sie nach einer Fortsetzung. Also müssen wir noch eins schreiben. Wenn du übrigens etwas schreiben möchtest, kaufe ich es dir gerne ab. Mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Nein! Ein goldenes Buch! Wie soll ich denn das jetzt so schnell hinkriegen? So ein Mist! Das ist mies. Graveyard Keeper, ich fange an, dich zu hassen. Sie schicken mich von Pontius zu Pilatus und jetzt soll ich noch ein goldenes Buch schreiben. Mal eben auf die Schnelle. Wie soll ich das denn jetzt so schnell hinkriegen? Eigentlich müssten wir alle Skills und alles dazu haben. Wir sollten es zügig hinkriegen. Und wir sind ja gleich direkt im Keller. Kein Problem. Moment. So. Ja, also jetzt am Ende ziehen sie das Spiel doch noch mal ein bisschen künstlich in die Länge, oder? Kann man schon so sagen. Ich hoffe, das wird ein furioses Finale. Ich hoffe es für euch, meine lieben Entwickler. So, goldenes Buch. Schnell, schnell, schnell. Was brauchen wir denn dafür? Ach, da brauchen wir doch auch wieder Gerbstoff und so ein Zeug, ne? Warte mal hier. Brauchen wir erstmal wieder ein Taschenbuch? Ah, guck mal, das kriegen wir noch hin. So, das ist fertig. Taschenbuch haben wir. Jetzt brauchen wir den Gerbstoff. Alchemietisch Stufe 2. Nein, nein, nein. Oh, guck mal, den können wir auch direkt fertigen. Sehr gut, dass wir immer mal ein bisschen vorausproduziert haben, dass man sowas hier mal ganz ratzfatz erledigen kann. So, dann kriegen wir nämlich das gebundene Buch. In bronzener Qualität. Jetzt kriegen wir das gebundene Buch in silberner Qualität, wenn wir die zwei Stahlteile hätten. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ist ganz schön gemein. Zwei Stahlteile. Warte mal, ich nehme hier mal ganz schnell hier
Den Wein. Stahlteile. Stahlteile haben wir. Das ist, glaube ich, kein Problem, oder? Stahlteile haben wir. Na, aber. Warte mal. Als wir ein paar mehr brauchen. Oh, nicht noch eine Woche warten. Bitte. Schnell. Ach, jetzt so eine Speed-Porsche. Das wäre was gewesen. So, okay. Die Stahlteile haben wir. Das heißt, wir kriegen das silberne Ding hin. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch das goldene hin, oder? Zwei Goldschmuckverzierungen. Ich hasse dich, Spiel. Haben wir noch zwei Goldschmuckverzierungen? Haben wir überhaupt noch Goldbarren? Oder habe ich die Goldnuggets aufgehoben? Oh. Warte mal. Goldschmuckverzierungen. Ja, wir haben keine Goldbarren mehr. Haben wir Goldschmuckverzierungen noch irgendwo? Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Gibt's doch nicht. Also wir haben Goldnuggets, ne? Wir können auf jeden Fall was einschmelzen. Ach, hätte ich das gewusst. So, machen wir hier mal zwei. Hier nochmal zwei. Aber wir haben keine. Sind auch noch Goldnuggets? Warte mal. Oder haben wir die jetzt gerade eingeschmolzen? Ne, die gehören hier rein. Siehste? Wir haben keine Goldschmuck. Ne, haben wir nicht. Haben wir in keiner Kiste hier. Das war so eine Fresskiste. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hier nächste Woche wieder, wa? Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ich glaube, das wird die einzige Folge von Graveyard Keeper sein, die ich schneiden muss hier im Finale. Ich weiß nicht, was du da geschrieben hast, aber meine Professur ist vollständig rehabilitiert und ich wurde sogar befördert. Und am wichtigsten ist, dass der Dekan seine Erlaubnis für die Expedition erteilt hat. Na, Gott sei Dank, dem Dekan sei Dank. Aber wir haben ein letztes Problem. Wir brauchen jemanden mit einem Aristokratenzertifikat, der mich begleitet. Normalerweise wäre es kein Problem, jemanden zu finden, aber unsere Situation ist ja etwas heikel. Das solltest wirklich du sein. Besorg dir ein Aristokratenzertifikat. Ich verlasse mich auf dich. Na Mann, gut, dass wir das schon haben, mein lieber Astrologe. Nicht mit mir. Gut, alles andere ist bereit. Ich lasse nach meiner Tochter schicken. Sie wird uns in der Nähe der Feste treffen. Auf geht's, die königliche Finale-Expedition. Wir haben die Genehmigung der Königlichen Universität. Wir müssen zur alten archäologischen Ausgrabungsstätte gehen. Ihr könnt vorbei, aber ich muss dem Kommandanten Bescheid geben, dass ihr hier seid. Ach, das ist nicht nötig, tapferer Soldat. Lass ihn schlafen. Wir reden morgen früh mit ihm. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Wo finden wir Wagner? Na, hier ist er doch eingesperrt, oder nicht? Er sollte in einem Camp bei der Straße sein. Na, gucke mal. Sieht so aus, als würden die Soldaten schlafen. Wagner? Oh, Frau Anmut, du solltest mich nicht so sehen. Das ist schon in Ordnung, ich kann deine innere Schönheit sehen. Psst, seid still. Wie können wir diesen Käfig öffnen? Ich habe hier Dietriche. Was? Ich hatte eine schwere Kindheit. Wir können ihn in Kisten hinausschmuggeln. Wagner, was für ein schöner Name. Frau Anmut, ich habe so viele... Da bist du also. Du hast alles ruiniert. Mein Sohn hätte ein glorreicher Ritter sein können und jetzt brauchen wir solche Leute nicht mehr. Also wurde er Schriftsteller. Ach, nochmal Vater und Sohn, oder was? Was für eine Schande. Du bist derjenige, der den Durchgang in die Luft sprengte. Das ist alles deine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Wir mussten nach dem großen Knall neue Berechnungen durchführen. Ich glaube, unser goldener Winkel war nicht sehr akkurat, also... Ach, Ausreden. Ich weiß, dass hier etwas vor sich geht. Zuerst diese Kreatur, dann deine Expedition. Ihr seid alle Verräter und du bist vermutlich eine Hexe. Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Du kannst mich töten, wenn du willst, aber lass meine Tochter in Ruhe. Vater, ich werde nicht ohne meinen Vater gehen und auch nicht ohne diesen jungen Mann. Ich habe Verbindungen am Hofe. Kann ich bitte einfach gehen? Aha,
der Königshof. Ich bin des Königs Orakel. Und ich bin sein Sohn, Wagner. Oh, sei still. Ich muss ja zugeben, dass Wagner eine große Enttäuschung ist, aber das ist sogar für ihn zu viel. Ich kann es beweisen. Ich habe ein Muttermal auf der rechten Seite meines Schwanzes. Das sollte irgendwo hier unter meinem Pelz sein. Ach, wisst ihr, ich werde euch einfach alle töten. Keine Leichen, kein Problem. Ich kann mit den Leichen helfen, Kommandant. Das ist also das Ende. Vergib mir meine Tochter. Ich kann nicht ändern, was ich getan habe, aber du sollst wissen, dass du mein Ein und Alles bist. Vater, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich habe meinen Vater gefunden und meine große Liebe. Wagner, lass mich dir einen Kuss geben. Mein Sohn. Ja, Vater, ich bin es. Du hast beinahe deinen eigenen Sohn ermordet, aber ich vergebe dir. Ich habe ein Angebot für dich. Ich werde ein Ritter, aber du musst alle anderen freilassen. Ja, das klingt fair, was dich angeht, alter Mann. Wir haben noch offene Rechnungen. Doch jetzt könnt ihr erst einmal gehen. Wagner, sei nicht traurig. Wir werden bald zusammen sein. Hier, nimm diese Halskette. Ich glaube, sie gehört dir. Ich habe sie im Namen meines Vaters erworben. Es sollte eine Überraschung werden. Alles scheint ein gutes Ende genommen zu haben. Ich weiß nicht, mein Freund. Ich glaube, wir haben noch immer viele Probleme. Wagner ist am Leben und in Sicherheit. Komm, Vater, zeig mir, wo du lebst. Und du, danke für alles. Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Diese Halskette, ich brauche sie, um zu meiner Frau zurückzukehren. Sie hat mir ja schon geholfen. Ich hoffe, sie hilft dir ebenso. Hier, nimm sie. Oh, junger Mann, ich habe es geschafft, noch heimlich einen goldenen Winkel mitgehen zu lassen, wie vereinbart. Er soll dir gehören. Danke. Du siehst aus wie deine Mutter. Aber ich bin so schlau wie du. Ende gut, alles gut, fantastisch, Freunde. Auf zum Portal. Lasst es uns in Betrieb nehmen. Doch, wir sollten jetzt alles geschafft haben, oder? Mann, was für ein Finale. Fliegenpilze? Eigentlich kann ich ja nicht an den Fliegenpilzen vorbeigehen. Aber diesmal schon. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Auf zum Portal. Ratzi, fatzi. Hier. Der war auch gut, der Händler eigentlich. So für Steine und so. Kann man machen. Hier die Bienenstöcke nochmal. Ciao, ihr Lieben. Muss zu meiner Frau. So, ich hoffe, da kommen wir jetzt auch zurück. Schauen wir mal. Ja, war ein bisschen hier Anlehnung an die Schöne und das Biest, würde ich fast sagen, oder? Mit dem Kuss und der Rückverwandlung und so. Fein, fein. Nettes kleines Easter Egg. So, ich glaube, wir sollten jetzt alles haben, ne? Mit dem goldenen Winkel hatte ich ja recht. Den gab's vom Astrologen und von ihr die Halskette. Und das waren die beiden Sachen, die noch gefehlt haben. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Freunde. So, Lauf herstellen. Alles ist bereit, aber was nun? Wie aktiviert man das Portal? Oh, also willst du wirklich gehen? Ich muss zurück nach Hause. Das macht mich echt traurig, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Traurig, Ich erinnere mich, dieses Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht. Es erfüllt dir auch deine Wünsche. Da ist wohl was mit meinem Wunsch schiefgelaufen. Hallo, mein Freund. Wir sind gekommen, uns zu verabschieden. Woher wusstet ihr davon? Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. Zwei Brüder, einer am Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdenträger. Sowas ist dem königlichen Rat zu suspekt. Wir sind zur Taverne gegangen und dann hatte Laurenz auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Aber ich habe es noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren, bevor wir gegangen sind. Jetzt ist die einzige noch verbliebene Kirche, die Kirche neben dem Friedhof. Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Symbole beginnen zu leuchten. Dieter? Harvard?
Wir konnten nur knapp aus der Stadt entkommen. Der Kommandant hat all seinen Einfluss geltend gemacht, um unseren Ruf zu ruinieren. Was ehrlich gesagt auch nicht so schwierig war. Die Stadt ist in ziemlichem Aufruhr. Die Toten erheben sich. Dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer eines dunklen Kultes zu sein. Was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Das haben sie verdient. Wir werden uns eine Weile im Leuchtturm verstecken. Vielleicht können wir ja irgendwie mit Wagner in Kontakt treten. Ich habe dir doch gesagt, dass er hier ist. Wie ich sehe, willst du uns verlassen, mein Freund. Ja, das muss ich. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker, wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich sollte stolz darauf sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Wir werden uns hier niederlassen und unser altes Haus wieder aufbauen. Dieser Ort ist heilig und vor dem Fluch geschützt. Das werden interessante Zeiten, alles wird sich ändern. Ich bete für unsere Sicherheit. Das Portal. Es funktioniert endlich. Mein Wunsch wurde wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Mein Liebling. Geliebte. Momentchen mal. Das war's jetzt? Wo ist die Zombie-Apokalypse? Die Invasion aus dem Norden? Auf einem Schiff mit dem Händler reisen, die Stadt. Niemand hat uns die Stadt gezeigt. Ich bin echt enttäuscht. Ha, das sind alles gierige Kapitalistenschweine. Das verpacken die doch bestimmt in einem Haufen DLC, um noch mehr Geld zu scheffeln. Da hast du recht, Genosse. Komm, trink mir noch ein Bier. Für mich bitte ein Karotte Martini. Okay, vor allen Dingen, wir sind tatsächlich nicht nach Hause zurückgekehrt, sondern die Frau ist zu uns gekommen im Portal. Wird es ein DLC geben? Ich meine, für Punch Club gab es ja auch schon ein DLC. Ich würde sagen, Freunde, Graveyard Keeper ist damit abgeschlossen. Ein schönes Spiel, hat mir viel Spaß gemacht, viele schöne Stunden beschert. Ich kann auch alle, die verstehen, die da Kritik an dem Spiel äußern. Aber letztlich, der Weg ist das Ziel, ja, in diesem Spiel. Und es war spaßig, netter Humor, interessante, ja, Umgebung da mit den Leichen und dem ganzen da auf Geschnibble und Zerlege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle, die sich hier aktiv beteiligt haben, die kommentiert haben. Viele 100 Aufrufe pro Folge, wirklich eine feine Sache, eine coole Sache. Ich freue mich, dass ihr das so gefeiert habt. Ich habe es auch gefeiert. Ich glaube, wir sind bei Folge 50. Ein schöner Abschluss. Vielen Dank auch an alle stillen Zuschauer, ja, genau dich meine ich. Vielen Dank auch, dass du dabei bist und dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns in den anderen Let's Plays, die auf dem Kanal natürlich noch folgen werden. Und falls Graveyard Keeper mit einem DLC zurückkehrt, dann werde ich natürlich auch mit Graveyard Keeper zurückkehren. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Tag und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, dein Lumi.